Heute bauen wir mal wieder ein Dreamteam. Und zwar von Kylian Mbappé. Er ist unglaublich jung, aber unglaublich gut. Das zeigt auch seine Team of the Season Karte. Und das ist er in Real Life und er hat seine Dream Elf gezeigt. Und deswegen kaufe ich heute seine Dream Elf in FIFA 22 nach. Gut. Schreibt mir rein, welche Dream Elf ich als nächstes nachbauen soll. Und lasst wie immer gerne ein Like da, dann mache ich das auch. Ich würde sagen, bei 8000 Likes kommt das nächste Video. Das ist die Challenge für euch. 8000 Likes rauskloppen, lasst gerne noch ein kostenloses Abo da. Und jetzt ein kleiner... Ja, jetzt gibt's was Cooles für euch sogar. Ich sag euch ehrlich, was sehr, sehr Cooles sogar. Ich glaube, mittlerweile hat es jeder auf dem Schirm. Diesen Freitag, der 10.06. um 19 Uhr ist es soweit. Lucid Dreams Drop, unsere Klamotten kommen raus. Die sind limitiert, das heißt, seid auf jeden Fall schnell. Und dafür gibt es jetzt was für euch. Und zwar gibt es für kurze Zeit einen Early Access Code. Das heißt, wer schnell ist und den Early Access Code probiert, kann vielleicht schon vorher shoppen und kriegt safe was ab. Das ist unsere Webseite, die ist gerade eigentlich noch gesperrt. Also eigentlich kommt man da nicht rein. Ihr seht den Schlüssel hier oben. Aber wenn man hier jetzt raufklickt und das Passwort Summer eingibt und dann reingeht, dann ist man einfach auf der Webseite. Und dann kann man auch direkt zuschlagen. 5 verschiedene Farben und eine Hose. Die Farben kommen bisher unfassbar gut bei euch an. Ich bin gespannt, wer sich was holt. Verlinkt uns auf Instagram. Und falls der Early Access Code nicht mehr geht, spamt die Kommentare bei Lucid Dreams. Vielleicht bekommt ihr ja da noch einen Early Access Code. Und jetzt kaufen wir unser Team. Mal gucken, ob Mbappé sich selbst aufgestellt hat. Ich habe ihn jetzt schon mal drin. Vielleicht müssen wir ihn am Ende rausholen. Wir fangen an mit dem Torhüter und der Torhüter, der in sein Team kommt, ist mal wieder Gianluigi Buffon. Hier sieht man's. Buffon ist in seiner 11. Diesmal von oben nach unten ist ja mal was ganz Neues. Sonst machen die mal von unten nach oben. Aber ich glaube, Buffon hat immer noch keine Flashback-Karte von EA bekommen. Ne? Die sollen jetzt mal endlich gönnen. Sonst muss ich immer diesen Inform hier zocken. Kein Bock mehr auf den Inform aus der italienischen Liga 2. Gibt doch wenigstens so eine Flashback-95er-Karte oder so für ihn. Der hätte es verdient. Real Talk. Wer, wenn nicht Buffon? Kassiers hat inzwischen schon seine Icon, weil der aufgehört hat. Buffon denkt sich, jo, einfach noch mal ein bisschen kicken mit. Wie alt ist der überhaupt? 78 ist der geboren. 44 Jahre alt oder so. Einfach mal Bock noch ein bisschen zu kicken. Sehr gut. Wir haben eine gute Torhüter drin. Wir machen weiter mit dem nächsten Spieler. Mal gucken, wen wir bekommen. Baghetti Mafia. Als nächstes haben wir Cafu im Team. Cafu ist super. Boah, irgendwie nehmen voll viele immer Cafu. Ne? Ich habe jetzt ja schon mehrere Dream Teams nachgebaut. Aber Cafu ist immer ein Kandidat, den mögen die meisten Fußballprofis. Den mögen die meisten Stars. Cafu, war der so krass gut? Ja, normal, der war krass. Aber so krass, dass jeder ihn als besten Verteidiger in dem Team nimmt. Dass jeder sagt, boah, der muss in meine Dream Elf. Das ist schon hart. Cafu auf jeden Fall ein Kandidat, der in vielen, vielen Teams drin ist. Wir holen ihn uns. Bis jetzt kein Franzose, Kylian. Italiener und ein Brasilianer. Mal schauen, wie viele Franzosen am Ende im Team landen werden. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal Cafu. Was kostet der? 500k, ne? 500, ja, sogar, oh, sogar mit Shadow. Okay, okay, okay. Nimm ich direkt mit. Der Sniping-Boss. Was für Sniping-Boss. Da muss ich ja selbst lachen, weil das ja so schlecht gesniped war. Egal, Cafu ist drin. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus mit 92 Tempo, mit 88 Dribbling, 91 Defending und 86 Physik. Super Typ. Dann hat er auch noch 3 Stände schwacher Fuß und 4 Stände Skills. Top Mann für unsere Elf. Willkommen im Team, Cafu. Das ist auch geil, ne, dass das so eine Icon ist. Der linkt dann halt zu jedem. Das ist richtig nice. Das ist richtig, richtig nice. Ich bin gespannt, wer unser erster Innenverteidiger wird. Oder vielleicht macht doch den Linksverteidiger als erstes. Mal gucken, wer der nächste Spieler wird. Der nächste Spieler wird Sergio Ramos. Ja, okay, ich sag euch ehrlich, wenn ich meine Dream 11 bauen würde, ich glaube, ich würde auch Ramos in die Verteidigung stellen. So ein aggressiver Typ, ne? Stellt euch mal vor, ihr geht zurück ins Jahr, wann haben die gezockt? 2012 oder so, wo Ramos und PP zusammen im Team gezockt haben. Die haben jeden umgegrätscht, umgemetzelt. Ich hätte gar keinen Bock, gegen die beiden zu zocken, ne? Deswegen, Ramos ist schon ein super, super Kandidat für eine Elf. Und Mbappé, da sieht man auch, du wolltest zu Real. Der war auch bei Real. Und jetzt hast du es am Ende doch nicht gemacht. Warum? Wegen so viel Kohle bekommen von Paris, ne? Muss man auch mal zugeben. Auch mal sagen, ey Jungs, hört mal zu. Ich habe ein Angebot von Paris bekommen, von so und so viel Millionen. Kann ich nicht nein sagen. Sorry, ich wollte zu Real, aber kann ich nicht nein sagen. So, fertig und schon sympathisch. Sympathisch, dann könnte jeder nachvollziehen, was du da gemacht hast. Aber nicht sagen, ja, meine Zeit bei Paris ist noch nicht um. Ich fühle mich hier doch wohl. Ja, ja, ja. Laber mir nicht voll, Alter. Hätte Real dir das gleiche gezahlt, wärst du so da gewesen. Boah, ich sag euch ehrlich, ich hätte jetzt aber echt gerne noch diese SPC. 60k, der Sniping-Boss. Diesmal aber wirklich 4k unter Markt. Bruder, ich mache hier Gewinne in den Videos.
4K haben oder nicht haben, Leute. Die 4K werden später schmecken beim Verkaufen, vertraut mir. Bei meinem Coin-Status sind 4K viel, vertraut mir. Ja, die SBC-Karte wäre geiler gewesen, aber die habe ich ja damals nicht gemacht, weil ich nicht bereit war, dafür über 500.000 zu zahlen oder so. Der OTW, der macht's auch schon. Der macht's auch schon, auch wenn der keinen Link zu Buffon hat. Ich hoffe, dass der trotzdem, ja, irgendwie Chemie zu dem hat. Also vielleicht so Kollegen-Chemie-mäßig. Und als nächstes haben wir Maldini. Und da ist unser grüner Link. Da ist unser grüner Link für Buffon. Boah, Maldini kommt super. Der kommt super. Aber es war auch ein krasser Verteidiger früher, ne? Das war auch ein unnormal krasser Verteidiger früher. 808.000 Glocken, 800.000 Mücken haben wir für den gezahlt. Passt. Mit Shadow, dies, das, Ananas, super Karte, 96 Defending, 86 Pace. Da braucht man nicht meckern. Da haben wir gute Spieler gleich für die Weekend League. Ich sag ehrlich, Freunde, Kylian Mbappé und ich derzeit so. Super Verteidiger. Ja, man, wenn das so weitergeht im Sturm, dann haben wir gleich keine Probleme damit, ein Weekend League Team Gegner zu besiegen. Safe sogar nicht. Als nächstes kommt dazu Roberto Carlos. Ja, okay. Roberto Carlos werde ich, glaube ich, auch bei mir aufstellen. Vielleicht kann ich das ja echt mal machen, dass ich mein eigenes Dream Team kaufe. Das hätte ich, damals habe ich schon öfters gesagt, dass ich Bock drauf habe. Aber alles mit der Zeit, Freunde. Alles mit der Zeit. Boah, die dritte Icon jetzt schon. Die dritte Icon jetzt schon. Hier, Roberto Carlos haben wir sowieso im Verein. Das passt. Und damit ist unsere Defense vollständig. Buffon, Roberto Carlos, Maldini, Ramos und Cafu. Ich sag ehrlich, wenn die Defense zusammenspielen würde, ne? Boah, die armen Gegner. Ich sag euch ehrlich, das ist sehr schwer durchzukommen. Sehr schwer hätten die in Real Life alle zusammengezockt. Und selbst wenn die dann mal durchkommen, dann ist Buffon im Tor, der auf einmal wie eine Katze im Winkel springt und noch den ein oder anderen Ball rausfischt. Gehen wir ins Mittelfeld. Mittelfeldspieler Nummer 1, Lionel Messi. Wen auch sonst, wenn nicht Lionel Messi. Der ein oder andere Messi-Fan wird jetzt sagen, der Goat ist im Team. Und wie der Goat im Team ist, guckt ihn euch an, wie er lächelt. Dieses Grinsen. 1000-Dollar-Smile, sagt man dazu. Guckt euch mal, wie der grinst. Der denkt sich gerade so, ey, geil, ich habe gerade in der letzten Minute so viel verdient. Ich könnte mir gerade die nächste Yacht kaufen gehen. So denkt er sich das gerade in dem Moment, wo er das Tor geschossen hat. Torprämie hat geschmeckt. Geil, Lionel Messi ist drin. Ja. Kann ich verstehen, dass man Lionel Messi aufstellt. Bin ich ehrlich. Ohne viel rumschnacken, der nächste Spieler ist R10. R10, ernst? Bro, Ronaldinho war einfach meine Kindheit. Ich habe mir früher als kleines Kind immer die ganzen Compilations, Skill-Compilations auf YouTube reingezogen. Von Ronaldinho, hab mir Trikot geholt von ihm oder gewünscht. Ey, Ronaldinho war schon echt wild früher. Es hat so Spaß gemacht, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Und deswegen freue ich mich, dass auch er hier im Team ist. Und wenn ich mal in meinen Verein gucke und hier auf Icon gehe, dann sehe ich doch, dass ich einen Ronaldinho im Verein habe. Also, passt doch super. Passt doch super. Hier in der Mitte, Bob für Ramos Link, Bob Maldini grüner Link. Oder sollen wir ihn hier hin tun? ZOM, da gehört er nicht hin, ne? Ja, wir lassen jetzt erstmal da. Am Ende können wir immer noch gucken, ob wir ein bisschen umstellen oder eine andere Formation nehmen. Oder, ne? 3 Spieler nur noch, dann haben wir schon das Team fertig. Hä? Ah, ne, 4, okay. Mbappé war ja von Anfang an drin. Der kommt ja wahrscheinlich wieder raus. Außer er stellt sich selbst auf. Wenn ich er wäre, würde ich mich selbst aufstellen, weil dieser Typ hat's in sich, ne? Der ist so schnell, der kann schießen, der kann alles. Ich fange so krass. Also vom Fußballerischen her, poch. Und wen haben wir als nächstes? Zinedine Zidane. Junge, Mbappé übertreibt. Er übertreibt langsam mit den guten Spielern, ne? Bro, also Dream Elf, schön, ist gut, aber meine Coins, Mbappé, meine Coins. Ich habe auch noch einen gewissen Coin-Status, ne, den ich nicht überschreiten darf. Also wenn du so weitermachst, habe ich gleich nach der Episode keine Coins mehr. Ja gut, da müssen wir halt wieder aufladen. Können wir doch sowieso am besten Pay-to-Win. Euer Pay-to-Win-Wakes meldet sich zum Dienst. Zidane ist auch im Verein. So ein cooles Team. Aber ich glaube, Vieira hätte man doch auch nehmen können. Zidane oder Vieira, wer ist größer in Real Life? Ja, schon Zidane, ne. Ja, okay, sind da auch komplett andere Spieler. Zidane war ein bisschen offensiver, Vieira ein bisschen defensiver. Vielleicht kommt er ja noch. Vielleicht kommt der Patrick Vieira mit 45 cm ja noch dazu. So, dann wollen wir jetzt aber mal gut unter die Lupe nehmen, wer der Nächste wird. Ich bin gespannt. Der Nächste wird Neymar. Neymar ist schon ein krasser Spieler. Neymar ist schon ein wilder Spieler. Fällt zwar ab und zu mal ein bisschen zu oft. Die eine oder andere Schwalbe wird da auch mal rausgekloppt. Aber ansonsten, der Typ hat schon so viele Gegner hochgenommen, ne? Und da
das waren auch keine, wo man sie sagt, ja, Kreisliga-Gegner hochgenommen. Der hat schon sehr große Namen hochgenommen. Aber mit Tundla, mit Pana, mit dies und das, das war schon, da waren schon verrückte Aktionen dabei, ne? So ein klassischer Brasilianer halt, ne? Genauso wie Ronaldinho hat auch große Namen hochgenommen. Eigentlich alle in diesem Team haben große Namen hochgenommen, wenn ich gerade so richtig schaue. Bro, dieses Team ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Zwei Spieler noch. Ich bin gespannt, wer die letzten zwei sind. Lass einfach weitermachen. Ich will es jetzt wissen. Ich will jetzt ins Game gehen. Das wird so Spaß machen, gleich damit zu zocken in der Weekend League. Ich glaube aber, wir müssen gleich in die 4-4-2 gehen. Ronaldo. R9? Oder ist das Cristiano Ronaldo? Wir sind schon mal in der 4-4-2 und ich habe nochmal nachgeglotzt. Er meint R9. Er meint R9. Er meint es ernst mit meinen Coins. Selbst der Baby R9 kostet fast 1 Million Coins. Ach du Scheiße, wieso ist der so teuer? Den zockt doch kein Mensch, oder? Aber ich weiß nicht, wer als nächstes kommt, deswegen muss ich jetzt den Baby R9 holen, damit ich mir den nächsten noch leisten kann. Junge. Wie viele Icons willst du einbauen? Ja, einfach ja, sagt er. Einfach, joa. Letzter Spieler. Mal gucken, ob er sich selbst nimmt. Und zu guter Letzt haben wir C-Ronaldo. Wenn wir schon Ronaldo haben, haben wir auch C-Ronaldo. Mann, nimm dich doch selbst. Du hättest hier so gut reingepasst. Guck mal, grüner Link. Aber nein, er nimmt lieber Cristiano Ronaldo. Der sympathische Mann hat sich nicht selbst gepickt. Okay. Guckt euch mal an, wie viele Special-Karten Ronaldo inzwischen schon wieder hat, ne? Bro. Aber wollt ihr mal das Krasseste sehen, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, ne? Der goldene Cristiano Ronaldo in FIFA 22 kostet mittlerweile 58.000. Ich gebe dem nach dem Video, glaube ich, so eine SPC ab. Der ist einfach SPC-Futter. Stellt euch vor, ihr zieht Cristiano Ronaldo und das ist einfach SPC-Futter. For real? 58.000? Das gibt man einfach in SPC ab. For real? Bro, gab es das überhaupt schon mal in der FIFA-Geschichte, dass ein Cristiano Ronaldo unter 60.000 gekostet hat? Ich glaube nicht, oder? Wenn Vieira schon nicht so aufgestellt wurde, dann wenigstens als Captain. Und das ist die Dream Elf von Kylian Mbappé. Damit spielen wir jetzt die Weekend League. Let's go. Wir haben unseren Gegner gefunden und oh, schickes Team. Oh, sehr schick. Mal gucken, wer hier das Ding gewinnen wird. Ich habe gut viele Skiller drin. Das gefällt mir. Ihr wisst ja, ich mag es ja gerne zu skillen. Aber ich mag es auch. Wo rennt der denn hin? Oh, ey! Und das meine ich mit Ramos. Und das meine ich mit Ramos mit Aggressivität. Das meine ich mit Ramos Aggressivität. Bumm! Oh, Casillas! Krank! Mein Ramos soll auch mal so aggressiv sein. Kleine, flinke Aktion brauchen wir. Ja. 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 Hoppala! Tiki-Taka! Ui, wohin, Gegner? Wohin, Gegner? Leo Messi. 1-0. Nein, er drückt nicht wirklich. Nein, er geht raus. Ich wollte noch ein bisschen Spaß haben mit diesem Team. Ja gut, dann gewinnen wir das Ding halt 1-0. Lasst ein Like da. 8000 Likes, dann kommt die nächste Episode. Lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Hat Spaß gemacht. Denkt dran, Early Access Code nur für kurze Zeit. Summer eingeben und jetzt schon shoppen. Lieferung in wenigen Werktagen. Ihr kriegt eure Klamotten gefühlt direkt. Peace.